Wie funktioniert maschinelles Lernen? KI-Chatbots wie ChatGPT können in Sekundenschnelle eine Antwort auf jede beliebige Frage liefern. Ein Beispiel für die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Möglich ist das geworden durch die Forschung von Hopfield und Hinton, die dieses Jahr mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet werden. Die Forscher nutzten physikalische Grundlagen für ihre Arbeit zu künstlicher Intelligenz, so das Nobelkomitee in seiner Begründung. Auf Basis der Forschung von Hopfield entwickelte Hinton sogenannte künstliche neuronale Netzwerke. Diese können inzwischen Milliarden Knotenpunkte besitzen, künstliche Nervenzellen sozusagen, die jeweils einfache Berechnungen durchführen. So ein Netzwerk kann dann mit Beispieldaten trainiert werden, etwa Texten. Das Netz lernt dann, wie diese Daten funktionieren und kann sie nachahmen. Der Fortschritt der KI sei mit der industriellen Revolution vergleichbar, sagt Hinton bei der Pressekonferenz der Bekanntgabe des Nobelpreises. Er zeigt sich aber auch besorgt. In the same circumstances I would do the same again, but I am worried that the overall consequence of this might be systems more intelligent than us that eventually take control. Die Entwicklungen von Hinton und Hopfield finden sich aber nicht nur in Chatbots wieder. Wettermodelle, Gesichtserkennung oder die Diagnose von Krankheiten nannte das Nobelkomitee als weitere Anwendungsbeispiele.